BB8 holt jetzt den Auflauf aus dem Ofen. Schönen Gruß an Get Digital. Hallo liebe Leute, hier ist der Tino wieder in seiner Küche und zwar wollen wir heute mal keinen One-Pot machen. Ja, und Leute, wir wollen halt dieses Mal auch sozusagen wie eine neue Reihe aufmachen. Die heißt dann, wir kochen uns durch unsere Kochbücher. Das heißt, wir haben zigtausende Kochbücher mit ganz viel richtig geilen Zeug drin. Ja, da haben wir uns halt vorgenommen, auch zu versuchen, jede Woche mal ein Rezept zu kochen. Die One-Pot-Geschichte, die geht trotzdem weiter. Ja, und diesmal haben wir hier so eine kleine Zeitung. Das hat erstmal ganz gut gepasst. Von der Mein Schöner Land Edition. Da sind auch ganz viele leckere Sachen drin. Die gibt es auch normal im Handel. Könnt ihr mal gucken. Und da haben wir uns ausgesucht den Hackfleisch-Kartoffelauflauf. Und den werden wir jetzt kochen. Und was ich dafür brauche und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, wir benötigen und zwar einmal 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, ein Ei, eine Zwiebel, 750 Gramm gemischtes Hackfleisch, Salz, Knoblauch, das darf natürlich auch nicht fehlen, 2 Zehen, eine Paprika, Gemüsebrühe, Schlagsahne, einen Schuss Olivenöl, dann brauchen wir Senf, dann brauchen wir Mehl, Butter, eine Stange Staudensellerie, Tomatenmark, Salz, Pfeffer habe ich schon erwähnt, oder? Ja, genau. Das sind diesmal ganz schön viele Zutaten. Das Einzige, was ich wirklich nicht habe, Muskatnuss, aber das wäre bei mir so oder so nicht dran gekommen, weil wir das nicht so mögen an den Kartoffeln. Ich weiß, das ist immer so der Klassiker, aber nicht mit uns. Ja, ich werde dann erstmal ganz viel schnibbeln, die Kartoffeln kochen und wenn ich die Zutaten dann soweit alles fertig habe, dann zeige ich euch, wie wir es kochen. Also bis gleich. So, liebe Freunde, ich habe soweit alles geschnibbelt und jetzt geht's gleich weiter. Nicht wundern, was hier im Hintergrund so brummt. Das ist mein neuer Helfer in der Küche oder unser neuer Helfer in der Küche. Wir haben jetzt einen Monsieur Cuisine Connect. Nice. Da werden wir aber sicherlich auch mal zeigen, wie und was wir damit kochen oder kochen können. Und gerade eben macht er mir die Kartoffeln fertig. Das dauert noch ein paar Minuten, deswegen seht's mir nach. So, als erstes Hackfleisch rein. Ne? So, das wird jetzt erstmal krümelig gebraten und zwar jetzt. Tja, leider habt ihr das jetzt nicht gesehen, weil es zu dämlich war, die Kamera wieder anzumachen. Aber alles gut. Ich habe jetzt hinzugefügt die Zwiebeln und den Knoblauch, Paprika und Tomatenmark und den Sellerie und die Paprika. Das Ganze wird jetzt untergerührt. Und ihr habt natürlich jetzt meinen ganzen Monolog über meine zu kleine Pfanne nicht gehört. Aber so ist es jetzt mal. So. Das wird jetzt hier mal kurz angebrutzelt. Jetzt kommt hier drüber 2 Esslöffel Mehl. Das wird jetzt irgendwie alles so ein bisschen bewegen. Ja. So. Machen wir das mal auch nicht mehr und dann wird das Ganze mit der Brühe abgelöscht, besser gesagt, ja, also hier drüber, 5,
nehmen wir die Temperaturrunde. Was hast du hier, Freund Lade? Jetzt soll das Ganze mal so 10 bis 20 Minuten einköcheln. In der Zwischenzeit machen wir die Kartoffeln fertig. So, schaut mal, die Kartoffeln. Ich bin heute so unorganisiert, Freunde, dass irgendwie passt das nicht. Die Sahne und der Senf, die habe ich jetzt mal erhitzt. In der Zwischenzeit kann man auch den Backofen schon mal auf 200 Grad vorheizen. Hier steht jetzt drin, dass man das mit kleinen Förmchen machen soll. Das ist halt wahrscheinlich, dass man die Portion dann schon fertig macht. Ich nehme aber eine große. Mal gucken, das sollte auch gehen. Ich habe jetzt nicht so eine kleine Portionsförmchen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Gabel. Und dann werden die Kartoffeln zermanscht. Die Sahne mit dem Senf. Oh, ich habe die Butter vergessen. Siehst du, was ist denn heute los, Freunde? Ich vergesse hier mit alles. Tja. Also. Oder. Ich bin heute nicht. Das ist heute Chaos kochen, weil mir klappt es heute nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das gießt man jetzt hier rein. Oh, es hat ja eine nice Konsistenz. Und halt wie Butter und Sahne. Und ein bisschen Senf drin. Ich hoffe ja sehr, dass das dann reicht. Es wird jetzt so eine Art Kartoffelteig, also wie ein Kartoffelbrei eigentlich. So, der wird noch gesalzt und gepfeffert. Übrigens, das muss ich gleich mit dem Hackfleisch auch noch machen. Dann schmeckt der ganze Spaß nach nichts. Ja, wer möchte, kann das Ganze dann jetzt noch mit Muskat würzen. Muskatnuss, Herr Müller! Aber das ist halt nicht so unser Ding. Für jemanden Kartoffelbrei am Stiel. Yo! So, ja. Jetzt müssen wir halt nochmal kurz rüberschwenken zu der Hackfleischmasse. Kommt mal mit. Die Hackfleischmasse ist jetzt so ein bisschen eingeköchelt. Was wir jetzt hier noch machen, ist einmal Salz. Ja. Hier kommt jetzt Muskat dran. Muskatnuss, Herr Müller! Nein. Das lassen wir auch weg. Hatte ich schon erwähnt, dass ich eine zu kleine Pfanne habe. Nein! So, das schauen wir mal weg. Frag mich immer noch die ganze Zeit, wo dann der Käse hinkommt zum Überbacken. Der steht gar nicht im Rezept. Gut, dann haben wir hier Auflaufform. Ich glaube auch nicht, dass ich hier komplett alles reinbekomme. Es wird jetzt wieder sehr interessant. So, also, ich mache das mal für euch. Ich mache mal hier die Heizung aus. Wir versuchen jetzt mal hier den Auflauf hier rüber zu kriegen. Das füllen wir jetzt mal hier in die Form. Ich traue mich nicht zu kippen, weil alles daneben geht, oder? Ja, geht nicht alles daneben.
das wird jetzt hier mal glatt gemacht. Eine ganze Menge Hackfleisch, ja? So. Ah, ich finde, das sieht schon ganz lecker aus, ne? So, jetzt brauche ich dann noch was, wo ich das Zeug verstreichen kann. Das werde ich wahrscheinlich mit dem Löffel hier nicht hinbekommen. Jetzt kommt der Kartoffelbrei-Klebemix hier drauf. Boah, das war wirklich sehr klebrig. Schaut mal, so sieht der ganze Spaß jetzt aus. So, ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das ist ja dann so eine Art gebackener Kartoffelbrei mit Haube, mit... Na, sag schon, mit Hackfleisch unten drunter. Auf jeden Fall eine interessante Mischung. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen rein und bleibt dort circa für 30 Minuten. Und also bis gleich, Jungs und Mädels. Das war der Hackfleisch-Kartoffelauflauf. Ist ja ganz interessant. War heute ein bisschen chaotisch bei mir. Muss ich mir nächstes Mal vielleicht etwas anders organisieren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die kleine Glocke. Es kommen noch ganz viel mehr Videos von mir, von Nicole, von uns beiden zusammen. Und ja, wir freuen uns und bis bald. Tschüssi, euer Tino.